Moin Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal. Es ist Marvin. Heute ist es wieder soweit. DFB-Pokal, Hertha BSC gegen Mainz 05, Entscheidungsspiel. Heute geht es darum, auf jeden Fall weiterzukommen ins Achtelfinale im DFB-Pokal. Und heute geht es gegen Mainz 05, Heimspiel. Sehr interessantes Spiel tatsächlich. Ne? Zweite Bundesliga gegen erste Bundesliga. Auf jeden Fall an einem Mittwochabend, 20:45 Uhr. Flutlichtes Spiel, man sieht es hier auf jeden Fall auch. Ne? Flutlichtes Spiel, heute auf jeden Fall sehr interessant. Ich begleite euch heute, Stadion-Vlog. Es geht auf jeden Fall heute ums Weiterkommen im DFB-Pokal. Auf geht's! Freunde, wir haben es gerade 19.30 Uhr, in einer Stunde und 15 Minuten geht es los mit dem Spiel. Wir sind auf jeden Fall heute relativ früh da, nicht so wie beim Paderborn-Block. Auf jeden Fall, Prognose für das heutige Spiel, mit Serage auf jeden Fall. Was sagst du? Komm mal, zweites Spiel in Folge, wo wir jetzt richtig raten. Und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung in meinen Augen. Es wird ein 1-1, Verlängerung 2-2 und Elfmeterschießen gewinnt Hertha. Okay, meine Prognose wird auf jeden Fall lauten 1-1, genauso wie Serage. Ich schwöre, wir haben uns nicht abgesprochen, das ist auch meine Meinung. 1-1, Verlängerung 2-1 Hertha und dann kommen wir weiter. Hoffentlich. Hoffentlich kommen wir einfach weiter. Mal gucken, ob einer von uns beiden recht behält. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier schon im Stadion und werden auf jeden Fall noch ein bisschen rumlaufen. Und dann gucken wir mal, was hier noch so geht. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier. Das ist der liebe Pascal. Ehrenmann, Freunde. Denn du hast mir aus der Türkei, ne? Aus der Türkei eine Kette angefertigt, Freunde. Zeig mal ganz kurz. Küsst dein Herz dafür, wirklich. Der hier steht einfach, es ist Marvin drauf, Freunde. Sieht man das? Playboy, Digga. Ja, man, ja, sieht man, ja. Steht einfach, es ist Marvin drauf. Und das nur, weil er jeden Tag in meinen Streams ist und weil ich ihm damit auf jeden Fall einen schönen Tag beschere. Ehrenmann, küsst dein Herz. Ja, Mann, wirklich Playboy, Digga. Playboy, Playboy. Was ist deine Prognose heute? Also ich schenke heute ein knackiges 3-1 für Hertha. 3-1? Ja, 3-1, auf jeden Fall ein starkes Ergebnis. Mal gucken, welches Ergebnis heute auf jeden Fall kommen wird. Ich bin sehr gespannt. 1-1, Real Talk. Ey, also ich würde mir wünschen, heute Elfmeterschießen für die Spannung. Ja. Aber wenn Hertha dann rausfliegt, dann bin ich sauer. Ja. Dann muss ich weinen, Digga. Ja, Digga, lass ein Like da. Kuss, danke. Digga, wir haben geile Plätze, Digga. Wir haben überkrasse Plätze. Was für Baba-Plätze, Digga. Das ist es, Freunde. Heute wird ins Achtelfinale eingezogen. So muss es sein. DFB-Pokal, das erste Mal auf meinem Kanal. Entscheidungsspiel. Es wird sehr interessant auf jeden Fall heute. Ich hab richtig Bock. Freunde, wir kommen zur Aufstellung des heutigen Spiels. Wir haben heute Ernst auf jeden Fall im Tor. Niederlechner, Reese, Kenny, Kempf, Winkler, Tabakovic, Marton Dardai, Cefuig, Leistner als Kapitän natürlich, Clemens. Und auf der Auswechselbank, Freunde, haben wir heute Kwasi Groch, Pekarik, Bouchalakis, Karbonik, Hussein, Preveljak, Christensen, Scherhand und Gechter. Heute auf jeden Fall auf der Auswechselbank. Ich kann nicht reden. Miese Plätze, Freunde. Das wird auf jeden Fall heute sehr stabil. Lasst auf jeden Fall dafür schon mal ein Like da. Ich würde mich freuen. Aiwa, ich küsse dein Herz. Ich küsse dein Herz. Das auf jeden Fall zur Aufstellung. Wir starten rein. Tut so weh. Scheißegal. BSC. Hertha. Für das blau-weiße Trikot. Sowieso. Oh, oh, nur nach Hause gehen wir nicht. Jawohl! Thank you.
Zeit Elfmeter! Ja! Lese, ich liebe dich! Halbzeit 1-0, so muss das. Halbzeit 1-0 durch Rehse Elfmeter, Freunde. Es ist so einsehbar. Hoffentlich gewinnt Hertha. Das wäre so krass in einem Entscheidungsspiel. Es wäre einfach so unglaublich. Let's go, wir gehen rein in die zweite Halbzeit, Freunde. Auf geht's. Ja! 2-0! Sein Handy geworfen über Bande. 3-0. Sein Handy ist rübergeworfen. Ich schwöre, er hat sein Handy rübergeworfen. Hat da. Sein Handy ist einfach da. 3-0 einfach, Hertha. Es ist unglaublich, was hier abgeht. Was für ein Spiel. Er hat sein Handy wiederbekommen. Alles für Hertha. DFB-Pokal ins Achtelfinale, Freunde. Drei Minuten Nachspielzeit. Ey, Saarbrücken ist weiter. Ja, Saarbrücken ist weiter. Saarbrücken ist weiter gegen Bayern. 2-1. Nice. Unglaublich. Freunde, das war's mit dem Stadion-Vlog. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, schreibt Kritik, was ich noch verbessern kann, unten in die Kommentare. Diese Teams sind ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Welche Partie wünscht ihr euch als nächstes für Hertha? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und falls ihr euch fragt, wieso ich die Abmoderation von zu Hause aufnehme, ja gut, seht selber. So, Freunde, das war's für den heutigen Stadion-Vlog. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach unten da. Hertha 3-0 gewonnen und ist damit ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil. Wir sind auf jeden Fall eine Runde weiter. Mal gucken, wen... So, Leute, das war's für den heutigen Stadion-Vlog. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen... Okay, lasst einen Daumen nach oben da. Mal gucken, wen es auf jeden Fall... Ja. Na gut, ich hatte an den Abend auf jeden Fall einen gewissen Pegel. Aber Freunde, wie gesagt, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert kostenlos diesen Kanal, um kein weiteres Video oder Stadion-Vlog zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao! Down bad, shit hurt. I put the family first, but I put the family first. I put the family first. I had to put in the work. Got it all out of mud, nigga. They done seen me at my worst. I done rose from the dirt. Down bad, shit hurt. I put the family first, but I put the family first.